2017 feiert die evangelische Kirche 500 Jahre Reformation. Dazu hat Martin Luther durch die Wiederentdeckung des Evangeliums vielfältige Anstöße gegeben. Deshalb veranstaltet die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Tübingen im Studium Generale eine Ringvorlesung für alle Fakultäten. Der Titel lautet Luther heute – Ausstrahlungen der Wittenberger Reformation. Grundgedanke ist es, Luthers theologische Anliegen einerseits historisch sorgfältig im Kontext darzustellen und andererseits die Relevanz für Kirche und Gesellschaft heute aufzuzeigen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche viele Anregungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende und Gäste. In den letzten Jahren hat die Taufe aus ganz unterschiedlichen Gründen neue Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nach wie vor ist die Kindertaufe volkskirchliche Praxis, doch ihre Selbstverständlichkeit hat abgenommen. In dieser Entwicklung spielen sich gesellschaftliche Tendenzen, aber auch theologische Fragestellungen. In der Ökumene hat die Magdeburger Erklärung vom 29. April 2007 zu einem Grundeinverständnis über die Taufe geführt. Andererseits wird die Kindertaufe von baptistisch-freikirchlicher Seite heute mit ganz ähnlichen Argumenten abgelehnt wie von den Täufern der Reformationszeit. Das macht die Beschäftigung mit Luthers Taufverständnis gerade heute spannend und hochaktuell. Auch Luther meint, Wasser tut's freilich nicht. Doch wie ist dann das Verhältnis von Taufe und Glaube zu bestimmen? Vor diesem Hintergrund ist Luthers Taufverständnis auch für aktuelle Fragestellungen von höchster Relevanz. Dabei lassen sich zwei Phasen unterscheiden, in denen die Frontstellung wechselt, Luther die einmal gewonnenen Ansichten und Einsichten aber im Wesentlichen unverändert beibehält. Zunächst hat er 1519 und 20 in der direkten Auseinandersetzung mit der mittelalterlichen Sakramentsfrömmigkeit seine Grundzüge seiner Tauftheologie entwickelt, die er dann in den 20er Jahren in der Auseinandersetzung mit den Täufern konsequent durchgestaltet und im kleinen Katechismus so zusammenfasst. Die Taufe ist nicht allein schlecht Wasser, sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasst und mit Gottes Wort verbunden. Dabei ist es faszinierend zu sehen, wie Luther sein neues Verständnis der Taufe Schritt für Schritt durch eine intensive Rückbesinnung auf biblische Texte gewonnen hat. Erstens die erste Entfaltung der Tauflehre im Taufsermon 1519. In der Frühzeit hatte sich Luther bei der Sakramentslehre zurückgehalten, deren reformatorische Neugestaltung begann er erst 1519 auf dem Boden seiner neuen Rechtfertigungslehre in den drei Sermonen zu Taufe, Buße und Abendmahl. Der Taufsermon enthält bereits wichtige Elemente seiner Tauflehre, die er nicht mehr aufgeben wird. Luther unterscheidet drei Dinge, von denen die ersten beiden noch gut augustinisch-mittelalterlicher Tradition und dem Verständnis des Sakraments entsprechen, mit Res und Signum, Sache und Zeichen. In der Betonung des Glaubens aber schon ein drittes Element, das evangelisch klingt, hervortritt. Erstens das äußerliche, sichtbare Zeichen, das aufgrund der Wortbedeutung im griechischen Baptismos mit Taufen, das heißt Eintauchen und Herausheben auf der Taufe besteht. Zweitens die innere, geistliche Bedeutung, nämlich das Absterben des alten, sündigen Menschen und das Auferstehen des neuen Menschen. Sowie drittens den Glauben, der fest glaubt, dass Gott auch bewirkt, was das Sakrament bedeutet. In seinen Ausführungen entfaltet Luther vor allem den zweiten Punkt, nämlich die Bedeutung der Taufe. Den Schlüssel liefert Römer 6 mit dem Ersäufen des alten, sündigen Menschen, das durch die Vergebung in der Taufe beginnt, im Abtöten der Sünde aber das ganze Leben bis zum Tod andauert und in der Auferstehung vollendet wird. Durch das Sakrament wird der Mensch rein, unschuldig und ohne Sünde. Aber solange er noch im sündigen Fleisch lebt, regen sich die natürlichen sündlichen Begierden wie Zorn, Unkeuschheit,
Begierde, Geiz, Hochmut und dergleichen. Damit hat Luther die Wirkung des Sakraments in der Befreiung von der Sünde festgehalten, zugleich aber mit der bleibenden Einsicht verknüpft, dass die Sünde doch fortbesteht. Damit will Luther offensichtlich zwei anthropologischen Realitäten Rechnung tragen: der geschenkten Taufgerechtigkeit und der fortbestehenden Sünde. In dieser Gleichzeitigkeit zeichnet sich im Verständnis der Taufe schon die Rechtfertigungslehre ab im Sinne der Formel Simul Justus et Peccator, gerecht und Sünder zugleich. So dann kommt Luther auf das dritte Stück zu sprechen, den Glauben, der dies alles fest glauben soll, worauf das Sakrament hindeutet. Nämlich, dass wir nicht allein am jüngsten Tag in Ewigkeit ohne Sünden leben, sondern auch bis zum Tod gegen die Sünde kämpfen sollen. Dieser Glaube ist der allernotwendigste, denn er ist der Grund allen Trostes. Glaubst du, so hast du. Zweifelst du, so bist du verloren. So, dass es alles am Glauben liegt. Doch zuvor können wir als theologischen Ertrag des Taufsermons festhalten, dass Luther hier eine neue Wertschätzung der Taufe erreicht hat. Während die spätmittelalterliche Frömmigkeitspraxis vor allem durch das Sakrament der Buße bestimmt war, hat Luther in Römer 6 den Aspekt der Buße in das Verständnis der Taufe integriert, ja ganz in diesem Sakrament aufgehen lassen und so der Buße ihre sakramentale Eigenständigkeit genommen. Das Bußsakrament erneuert das Sakrament der Taufe und eignet es wieder zu, als ob der Priester in der Absolution spräche: Siehe, Gott hat dir deine Sünde jetzt vergeben, wie er dir zuvor in der Taufe zugesagt hat. Damit geschieht in der Absolution bei der Buße nichts anderes als die Wiederholung der Taufzusage. Zweitens, die Neugestaltung der Tauflehre in De Captivitate Babylonica Ecclesiae 1520 von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. In dieser Schrift geht Luther einen deutlichen Schritt über Augustin hinaus. Er lässt die drei Kategorien Zeichen, Bedeutung und Glaube zurücktreten und interpretiert das Verständnis der Taufe neu in der Korrelation von Verheißung durch Gott und menschlichen Glauben, von Promissio und Fides. Indem er den Glauben strikt an die Taufzusage bindet, integriert er das Sakramentsverständnis voll in seine Worttheologie. Dementsprechend eröffnet Luther in De Captivitate seine theologische Argumentation so: Zunächst also ist in der Taufe die göttliche Verheißung zu beachten, welche sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Damit ist Markus 16,16 für Luther der wichtigste Bibeltext geworden, der von jetzt an den Schlüssel zum Taufverständnis bietet. Nun ist es die göttliche Verheißung und Zusage, durch die die Taufe konstituiert wird. Dieser Promissio Gottes korrespondiert auf der Seite des Menschen der Glaube, die Fides. Damit nimmt Luther den für das Ganze entscheidenden Ausgangspunkt nicht mehr wie im Taufsermon beim sichtbaren Vorgang des Eintauchens und Heraushebens, sondern bei der hörbaren Promissio. Sollte der Glaube nach dem Taufsermon die Bedeutung der Taufe von Römer 6 her in der Vergebung und dem Abtöten der Sünde erkennen, so ist in De Captivitate die göttliche Promissio, die Verheißung des Heils aus Markus 16, an die der Glaube sich halten soll. Der wird selig werden. Damit hat Luther eine grundlegende Neujustierung vollzogen, in der der Glaube nichts anderes mehr zum Inhalt hat als die göttliche Verheißung. Darum sollen wir gar keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass wir selig sind, nachdem wir getauft sind. Immer ist beides notwendig. Man kann nämlich nicht glauben, wenn keine Verheißung da ist, und die Verheißung kann sich nicht halten, wenn sie nicht geglaubt wird. Promissio und Fides, Verheißung und Glaube, sind damit die beiden tragenden Begriffe, mit denen Luther jetzt seine Tauflehre stets von Markus 16,16 her erschließt. Da der Glaube durch die göttliche Verheißung begründet wird, gilt auch für ihn: Er ist das Werk Gottes, nicht des Menschen, wie Paulus lehrt, Epheser 2,8. Darum muss man beim Vollzug der Taufe sorgfältig unterscheiden
zwischen dem Menschen als einem Diener und Gott als dem Stifter. Der Mensch nämlich tauft und tauft doch nicht. Er tauft, insofern er den Akt vollzieht und den Täufling ins Wasser taucht. Er tauft aber nicht, da er diesen Akt nicht Kraft eigener Vollmacht wirkt, sondern an Stellvertretung für Gott. Diese göttliche Urheberschaft sieht Luther durch die Taufformel im Namen des Vaters zum Ausdruck gebracht, sodass es für dich auf das Gleiche hinausläuft, als wenn der Herr es selbst getan hätte in sichtbarer Form. Indem Luther die Wirkung der Taufe an den äußeren Vollzug bindet, ergibt sich eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber der augustinischen Tradition. Bei Augustin ist als Laien das innere Wort, mit dem Gott in Entsprechung zum äußeren Sakramentszeichen am Herzen des Menschen wirkt. Bei Luther ist es nun das äußere Wort, die äußere Sakramentsverheißung, die das innere Wort und den Glauben mit sich bringt. In nominalistischer Tradition legt Luther alles daran, dass das die Gnade wirkende Verheißungswort und das es sinnenfällig machende Zeichen auf der Einsetzung durch Gott beruhen. Darum reduziert Luther die Zahl von traditionell 7 Sakramenten auf die Taufe und das Abendmahl, da diese beiden alleine sind, die von Gott gestiftete Zeichen haben und die Verheißung der Sündenvergebung. Indem Luther nun nicht mehr zwischen dem äußeren Vollzug der Taufe und der inneren Wirkung durch Gott, sondern zwischen der göttlichen Urheberschaft und dem menschlichen Dienst unterscheidet, schafft er eine Einheit, in der äußere und innere Taufe unlösbar zusammengehören. Hüte dich also, die Linie bei der Taufe so zu ziehen, dass du die äußerliche Taufe dem Menschen und die innerliche Gott zuschreibst. Beide schreibe allein Gott zu und betrachte die Person des Täufers bloß als ein Werkzeug an Gottes statt, durch das dich der Herr, der im Himmel sitzt, eigenhändig ins Wasser taucht und dir die Vergebung der Sünden auf Erden verheißt, indem er mit menschlicher Stimme durch den Mund seines Dieners zu dir spricht: Dir sind deine Sünden vergeben. Damit hat Luther die Einheit von äußerer und innerer Taufe begründet, die er später wieder aufnehmen wird, wenn er den Täufern vorwirft, dass die Geisttaufe und Wassertaufe einfach auseinanderreißen. Zweitens gehört für Luther zur Taufe das Zeichen, das, wie der griechische Name Baptismus sagt, im Untertauchen besteht. Darum bekräftigt Luther, dass neben den göttlichen Verheißungen auch Zeichen gegeben werden, die das darstellen, was die Worte bezeichnen. Damit hat Luther sein Verständnis der Taufe nicht nur in seine Worttheologie integriert, sondern zugleich die Rechtfertigungslehre zum Rückgrat seines Sakramentsverständnisses gemacht. Ja, er kann sogar die Taufe selber als eines der Zeichen oder Sakramente der Rechtfertigung bezeichnen. Darum folgert er aus der Korrelation von Verheißung und Glaube: Erst wenn beide wechselseitig wirken, verschaffen sie den Sakramenten ihre wahre und ganze sichere Wirksamkeit. Da die Wirksamkeit der Taufe an das äußere Zusprechen der Sakramentsverheißung gebunden ist, bildet das Sakramentszeichen äußerlich ab, was die Taufe geistlich bedeutet. Dann kommt Luther auf die Bedeutung der Taufe zu sprechen, wie er sie bereits im Taufsermon aus Römer 6 entwickelt hatte. Mag auch ihre Durchführung schnell beendet sein, so wäre doch die Sache, die sie bedeutet, bis zum Tod, ja bis zur Auferstehung am jüngsten Tag. So bist du einmal sakramental getauft worden. Im Glauben jedoch musst du immer wieder getauft werden. Immer wieder heißt es, zu sterben und zu leben. Darum ist der Glaube unablässig zu wecken und zu hegen, muss bis zum Tod genährt und gestärkt werden durch die unausgesetzte Erinnerung an diese Verheißung, die uns in der Taufe ergangen ist. Drittens, der große Katechismus. Im großen Katechismus präsentiert Luther 1529 seine fertige Tauftheologie im Zusammenhang. Er bekräftigt alle wesentlichen Gesichtspunkte aus seiner bisherigen Taufschriften. Doch hat sich die geschichtliche Situation geändert. Mit der Täuferbewegung, Andreas Bodenstein aus Karlstadt, den Zwickauer Propheten und Thomas Münster sowie Balthasar Hubmaier ist in den 1520er Jahren eine zweite Front hinzugekommen.
so differenziert deren Taufverständnis auch im Einzelnen ausfallen mag, so sehr liegt der gemeinsame Ton auf der inneren Taufe mit der Konsequenz der Erwachsenentaufe, der Ablehnung der Kindertaufe und der Relativierung der Wassertaufe. Auch wenn Luther in seiner Schrift von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherren gesteht, die Lehre der Täufer noch nicht recht zu kennen, trifft er deren Taufverständnis in dem grundlegenden Mangel, dass in ihm Taufe und Wort Gottes getrennt werden, woraus die Trennung von äußerer, innerer Taufe und schließlich die Ablehnung der Kindertaufe folgt. Dafür erkennt Luther an, dass unter dem Papsttum viel christlich Gutes erhalten geblieben ist, darunter die rechte christliche Taufe. Vor diesem Hintergrund sind im Katechismus, im großen Katechismus, die einleitenden Merkungen zur Notwendigkeit des Taufunterrichts zu verstehen. Zunächst hält Luther fest, dass wir durch die Taufe in die Christenheit aufgenommen werden. Doch braucht er diese ekklesiologisch grundlegende Bedeutung der Taufe als Aufnahmeakt in die Kirche nicht weiter auszuführen, weil sie völlig unstrittig ist. Sodann entfaltet er in 5 Abschnitten, was uns zu wissen nötig ist. A. Das Wesen der Taufe, Wasser in Gottes Wort gefasst. Nach dem Hinweis, dass die Taufe von Christo eingesetzt wurde, führt Luther in einem ersten Abschnitt in 2 Schriftstellen an, darauf die Taufe gegründet ist, nämlich Matthäus 28, 19 und Markus 16, 16. Beide Schriftworte haben sich für Luther erst allmählich als die zentralen Tauftexte herauskristallisiert. Mit Markus 16, 16 hatte er der mittelalterlichen Sakramentenlehre gegenüber 1520 in De Captivitate sein Verständnis der Taufe durch die Korrelation von Promissio und Fides von Verheißung und Glaube erschlossen. Den Taufbefehl aus Matthäus 28 hingegen zieht er erst 1526 als Gebot von göttlicher Majestät heran in der Auseinandersetzung mit den Schwärmern, die die Kindertaufe ablehnen. Angesichts dieser Frontstellung erklärt Luther mit aller Entschiedenheit: In diesen Worten sollst du merken, dass hier steht Gottes Gebot und Einsetzung, dass man nicht zweifle, die Taufe sei ein göttlich Ding, nicht von Menschen erdacht noch erfunden, sondern von Gott selbst offenbart, von Gott selbst eingesetzt. In der heutigen Bibelwissenschaft wird die Einsetzung durch Christus problematisiert, da beide Schriftzitate zwar eine biblische Begründung nennen, aber keine Worte des historischen Jesus darstellen. Markus 16, 16 ist ein späterer Einschub aus dem 2. Jahrhundert, der in den ältesten Handschriften des Neuen Testaments fehlt. Und Matthäus 28, 19 wird der matthäischen Redaktion zugeschrieben, aber am Ende sagt auch der Auferstandene im Matthäusevangelium nichts anderes als der irdische Jesus, sondern gebietet zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Daher ist der Taufbefehl mit Ulrich Lutz zwar nicht als Logion des Herrn, aber doch als ein von Matthäus komponiertes Logion im Herrn anzusehen. Wenn Luther nun die Einsetzung der Taufe durch Christus hervorhebt, treibt ihn noch nicht die neuzeitliche Frage um, ob sich der Wortlaut des Taufbefehls auf den historischen Jesus zurückführen lässt. Vielmehr geht es ihm noch ganz im Sinne des spätmittelalterlichen Nominalismus darum, um eine echte Glaubensgewissheit, dass unsere Taufe eben nicht von Menschen, sondern aus Gottes Offenbarung stammt. Dass es sich um Gottes Wort und Gebot handelt, hebt Luther vor allem deshalb hervor, weil die Welt itzt so voll Rotten ist, die da schreien, die Taufe sei bloß ein äußerlich Ding aber sei kein Nutz, und die Taufe als Badewasser verspotten. Damit macht Luther den Täufern nicht nur die Geringschätzung äußerer Zeichen zum Vorwurf, noch viel stärker erregt sein Widerspruch, dass sie gerade in der Pose der Frömmigkeit sich einfach über Gottes Ordnung und Befehl hinwegsetzen. Deshalb bekräftigt er mit allem Nachdruck: Da steht aber Gottes Wort und Gebot, so die Taufe einsetzt, gründet und bestätigt. Darum hält er den Täufern entgegen, dass die Taufe nicht bloß ein schlecht Wasser ist, sondern ein Wasser in Gottes Wort und Gebot gefasst und dadurch geheiligt. Geradezu ein Gotteswasser, nicht allein ein natürliches Wasser,
sondern ein göttlich, himmlisch, heilig und selig Wasser. Alles um des Wortes willen, welches ist ein himmlisch heilig Wort. Die Wassertaufe ist für Luther deshalb nicht ein bloß äußeres Zeichen, sondern sie gründet im Evangelium und im Gebot Gottes. Dem Evangelium aber entspricht allein gewisser Glaube oder in täuferischer Terminologie die innere Taufe. Luther gründet also die innere Taufe auf die äußere Taufe, die in Gottes Wort gefasst ist. Die Täufer dagegen reißen innere und äußere Taufe auseinander, weil sie Wort Gottes und Taufe auseinanderreißen. Darum mahnt Luther zum Abschluss, dass man bei Leib die zwei, Wort und Wasser, nicht voneinander scheiden und trennen lasse. Denn wenn man das Wort davon sondert, so ist es nicht ander Wasser, denn damit die Magd kocht und mag auch ein Badertaufe heißen. Aber wenn es dabei ist, wie es Gott geordnet hat, so ist es ein Sakrament und heißt Christustaufe. B. Der Nutzen, dass sie selig mache. Warum und wozu sie eingesetzt sei, das ist, was sie nütze, gebe und schaffe, folgert Luther im zweiten Abschnitt, wie schon in De Captivitate aus Markus 16, 16. Dass dies der Taufe Kraft, Werk, Nutz, Frucht und Ende ist, dass sie selig mache. Selig werden aber nichts anderes heiße, denn von Sünden, Tod, Teufel erlöst, in Christus Reich kommen und mit ihm ewig leben. Lauter Wasser könnte solches nicht tun, aber das Wort tut's, denn durchs Wort kriegt die Taufe ihre Kraft. Damit hat Luther wieder die Promissio als Inbegriff der Heilsverheißung beschrieben, der nun die Fides, der Glaube, korrespondiert. C. Der rechte Glaube. Nach der Promissio wendet sich Luther im dritten Teil dem Glauben zu. Wie schon in De Captivitate folgt er auch hier aus dem Zitat von Markus 16, 16, der Glaube macht die Person allein würdig, das heilige, göttliche Wasser nützlich zu empfangen. Diese Hochschätzung des Glaubens teilt Luther ausdrücklich mit den Täufern, die vorgeben, der Glaube macht allein selig. Luther kritisiert jedoch deren Meinung, die Werk aber und äußerlich Ding tun nichts dazu. Luther ist aber nicht allein am Glauben, nicht nur an der inneren Taufe gelegt, sondern dezidiert auch am äußeren Vollzug mit Wasser. Dieses Festhalten an den äußeren Zeichen hat für Luther einen tieferen anthropologischen Grund im ganzheitlichen Menschenbild. Die Taufe ist eben nicht nur ein geistliches Geschehen, sondern sie betrifft auch den Körper. Leib und Seele, Äußeres und Inneres, Geistliches und Leibliches, Wort und Zeichen, Bedeutung und Vollzug dürfen nicht auseinandergerissen werden. Darum hält Luther den Täufern entgegen, dass der Glaube etwas haben muss, dass er glaube, das ist daran, er sich halte, darauf er stehe und fuße. Also hängt nur der Glaube am Wasser und glaubt, dass die Taufe sei, darin Eitel Seligkeit und Leben ist. Nicht durchs Wasser, sondern dadurch, dass mit Gottes Wort und Ordnung vereinigt ist und sein Name daran klebt. Das Ding, daran der Glaube behaftet und gebunden ist, soll und muss äußerlich sein, dass man mit Sinnen fassen und begreifen und dadurch ins Herz bringen könne. Und er folgert aus dieser ganzheitlichen Sicht menschlicher Existenz für die endzeitliche Hoffnung: Bin ich aber getauft, so ist mir zugesagt, ich solle selig sein und das ewige Leben haben. Beide, an Leib und Seele. Weil nur beide, Wasser und Wort, ein Taufe ist, so muss auch beide, Leib und Seele, selig werden und ewig leben. Die Seele durch das Wort, daran sie glaubt, der Leib aber, weil er mit der Seele vereinigt ist und die Taufe auch ergreift, wie er es ergreifen kann. Die Objektivität des äußeren Zeichens bleibt eine wesentliche Grundlage, auf die der Glaube sich stützen kann. Für das Verständnis des Glaubens ist entscheidend, dass das Wort, wer da glaubt, ausschleust und zurücktreibt alle Werk, die wir tun können in der Meinung, als dadurch Seligkeit zu erlangen und verdienen. Aus dem Glauben ein menschliches Werk zu machen, wirft Luther in seiner Schrift von der Wiedertaufe gerade den Täufern vor, wenn sie Markus 16, 16 entnehmen wollen, dass niemand taufen darf, es sei denn vorher zum Glauben gekommen.
Denn damit wird der Glaube zur Bedingung gemacht, die erfüllt sein muss, bevor getauft werden darf. Biblisch-exegetisch ist Luthers Einwand gegen die Täufer wohl begründet. Denn in Markus 16, 16 steht nicht, wer zum Glauben gekommen ist, kann getauft werden, sondern beide Verben sind als Partizipien parallel formuliert. Hopistoisas kai baptistais sotesetai. Das heißt wörtlich übersetzt, wer zum Glauben gekommen und getauft worden ist, wird gerettet werden. Damit wird in Markus 16, 16 die Taufe gerade nicht vom Glauben abhängig gemacht, sondern Glaube und Taufe bilden gemeinsam die Voraussetzung für das Erlangen des Heils. Beide stehen durch und verbunden in einem zeitlichen Zusammenhang, ohne dass ein Bedingungsverhältnis hergestellt würde. Wer zum Glauben kommt, lässt sich taufen, so wie es in den Geschichten in der Apostelgeschichte überliefert ist. Glaube und Taufe, äußeres und inneres Geschehen, Wasserritus und Geistwirken gehören ebenso zusammen wie in Johannes 3,3, Apostelgeschichte 2,38, Römer 6, 1. Korinther 12,13 oder Titus 3,5. Gleichwohl kann Luther in die Captivitate folgern, dass der Glaube so sehr notwendig ist beim Sakrament, dass er uns sogar ohne Sakrament selig machen kann. Denn der nachfolgende Umkehrschluss, wer aber nicht zum Glauben gekommen ist, der wird verdammt werden, zeigt, dass Markus 16, 16 ebenso auf den Glauben zielt wie die Predigt Jesu in Markus 1, 15. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wenn die Täufer den Glauben zur Voraussetzung für die Taufe erklären, so wird Gottes Werk vom Glauben des Empfängers abhängig gemacht. Damit wird aber das Verhältnis zwischen Gott und Mensch auf den Kopf gestellt und gerät die Taufe in den Bann menschlicher Werkheiligkeit. Es ist aber ein Werkteufel bei ihnen, der Glauben vorgibt und doch das Werk meint und mit dem Namen und Anschein des Glaubens die armen Leute verführt, auf die Werke zu vertrauen. Denn das ist eines der wirklichen Meisterstücke des Teufels, dass er die Christen von der Gerechtigkeit des Glaubens weg und hin zur Gerechtigkeit der Werke nötigt. Der Glaube ist für Luther kein menschliches Werk, nicht Tat des Menschen, auch nicht ein Akt menschlicher Entscheidung, sondern Gottes Werk, weil es auf Gottes Wort beruht. Sage mir, welches unter diesen beiden ist das Größte und Höchste? Gottes Wort oder der Glaube? Gottes Wort ist größer und höher als der Glaube, da sich ja nicht Gottes Wort auf den Glauben, sondern der Glaube auf Gottes Wort gründet und baut. Zudem ist der Glaube wankelmütig und wandelbar. Doch Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Den Täufern wirft Luther vor, dass sie sich sehr große Vermessenheit rausnehmen. Denn wenn sie dieser Meinung folgen wollen, dürfen sie nicht eher taufen, als wenn sie gewiss wissen, dass der Täufling glaube. Dafür reicht für Luther das Bekenntnis nicht aus. Sein Bekenntnis hast du wohl, doch weißt du nicht, ob er glaubt. Denn alle Menschen sind Lügner und Gott allein kennt die Herzen. Denn auch wenn du einen Menschen 100-mal am Tag taufst, wüsstest du doch keinmal, ob er wirklich glaubt. Glaube entzieht sich der Beurteilung durch andere, noch viel mehr aber der Sehnsucht des Täuflings nach Gewissheit. Denn wenn er die Taufe auf seinen eigenen Glauben gründet oder auf seinen Glauben hin empfängt, da ist er seines Glaubens auch nicht gewiss. Zudem müsste er die Wiedertaufe jedes Mal wiederholen, wenn jemand meint, erst jetzt fühle er den rechten Glauben. Damit verhält es sich für Luther ebenso, wie der Teufel es bei mir und anderen mit der Beichte angetan hat. Als wir auch ein und dieselbe Sünde nie genug konnten beichten und immer eine Absolution nach der anderen, einen Beichtvater nach dem anderen suchten, ohne jede Ruhe und Unterlass. Wenn Sie also nach Ihrem eigenen Gutdünken richtig handeln wollten, dann sollten Sie nicht eine Wiedertaufe, sondern einen Wiederglauben einrichten. Denn die Taufe bedarf keines wiederholten Werdens oder neuen Werdens. Der Glaube aber bedarf durchaus eines neuen Werdens, wenn er nicht da gewesen ist. Deshalb sollten Sie billigerweise wieder Gläubler und nicht wieder Täufer sein.
Wenn Luther vom Glauben redet, geht es ihm dabei um die Glaubensgewissheit. Gewissheit findet der Mensch aber nie und nimmer im Ringen um den eigenen Glauben, sondern nur in Gottes Gebot und Verheißung. Gewissheit erwächst auch nicht aus menschlicher Entscheidung, sondern sie beruht auf der Externität der göttlichen Promissio und der Objektivität des äußeren Zeichens, an das Gott sich durch sein Wort gebunden hat. Es ist wahr, dass man bei der Taufe glauben soll, aber man soll sich nicht auf den Glauben taufen lassen. Wer sich auf den Glauben taufen lässt, traut und baut auf das Seine, nämlich auf eine Gabe, die ihm Gott gegeben hat. Und nicht allein auf Gottes Wort, so wie ein anderer auf seine Stärke, seinen Reichtum, seine Macht, seine Weisheit, seine Heiligkeit baut und vertraut, die doch auch alles Gottes Gaben sind, welche Gott ihm gegeben hat. Wenn nun ein erwachsener Mensch getauft werden soll und spräche, Herr, ich will mich taufen lassen, so würdest du fragen, glaubst du denn auch, wie Philippus den Kämmerer Apostelgeschichte 8 fragt und wir täglich die Täuflinge fragen? Dann würde er mir auch nicht so herausplatzen und sagen, ja, ich will gewiss Berge versetzen durch meinen Glauben. Und er würde sagen, ja, Herr, ich glaube, aber auf diesen Glauben baue ich nicht. Er könnte mir zu schwach und ungewiss sein. Ich will getauft werden auf Gottes Gebot, der das von mir haben will. Auf dieses Gebot hin wage ich es. Mein Glaube mag werden mit der Zeit, wie er kann. Wenn ich auf sein Gebot getauft bin, dann weiß ich, dass ich getauft bin. Wenn ich auf meinen Glauben getauft würde, dann könnte ich mich morgen sehr gut ungetauft finden, falls mir der Glauben abhanden käme. Ob ich gestern auch recht geglaubt habe. Glaube ich, so nützt mir die Taufe. Glaube ich nicht, so nützt sie mir nichts. Aber die Taufe ist nicht darum unrecht oder ungewiss, sie steht auch nicht auf Abenteuer oder Ungewissen, sondern auf dem gewissen Wort und Gebot Gottes. Auch nach dem kleinen Katechismus ist es der Glaube, der solchem Wort Gottes im Wasser traut. Der Glaube besteht daher im Vertrauen auf die göttliche Verheißung, seine Aktivität im Empfangen der Seligkeit, die in der Promissio versprochen ist. Im Katechismus ist Empfangen dasjenige Verb, das Luther im Abschnitt über den Glauben am häufigsten benutzt, 7-mal. Darum kann er auch im Blick auf die Kindertaufe nur als Quintessenz wiederholen, mein Glaube macht nicht die Taufe, sondern empfängt die Taufe. Die Taufe ist nicht unser, sondern Gottes Werk. Gottes Werk aber schließen nicht aus, sondern fordern den Glauben, denn ohne Glauben könnte man sie nicht fassen. Dass das Sakrament den Glauben fordert, heißt nach damaligem Sprachgebrauch, dass es ihn fordert und fördert. Das heißt, die Taufe verlangt den Glauben als die rechte, angemessene Weise des Empfangens. Und sie stärkt den Glauben, der in aller Anfechtung stets auf die Taufpromissio zurückkommen kann. Also siehst du klar, dass da kein Werk ist von uns getan, sondern ein Schatz, der uns gibt und der Glaub ergreift. So weit, so gut. Die Probe aufs Exempel liefert der Streit um die Kindertaufe, den Luther im kleinen Katechismus aber nicht erörtert, sondern im großen Katechismus an die Gelehrten verweist und auf den ich dann erst später zurückkommen werde. Darum D, die Bedeutung, die tägliche Taufe lebenslang. Im 5. Abschnitt entfaltet Luther die Bedeutung der Taufe, die nach Römer 6 in der Tötung des alten Adams und in der Auferstehung des neuen Menschen liegt. Neu auf den Begriff gebracht ist es eine tägliche Taufe, einmal angefangen und immer darin gegangen. Der alte Adam ist zornig, hässig, schneidisch, unkeusch, geizig, faul, hoffärtig, ja ungläubig, mit allen Lastern besetzt und von Art kein Gutes an ihm. Wenn wir nun in Gottes Reich kommen, so soll es täglich abnehmen, dass wir je länger, je milder, geduldiger, sanftmütiger werden, dem Unglauben, Geiz, Hass, Neid, Hoffärt, je mehr abbrechen. In der täglichen Taufe, resümiert Luther, was die Pointe der ersten seiner 95 Thesen gegen den Ablass war, dass das ganze Leben des Glaubenden Buße sei. E, die Kindertaufe. Unmittelbar auf die Ausführungen zum Glauben folgt im großen Katechismus der 4. Abschnitt zur Kindertaufe. Konkret geht es um die Frage, damit der Teufel durch seine Rotten die Welt verwirrt von der Kindertaufe
ob sie auch glauben und recht getauft werden. Damit ist die Frage nach der Berechtigung der Kindertaufe und speziell nach dem Glauben der Kinder aufgeworfen. Heute ist diese Frage weiter darüber hinaus relevant im Blick auf geistig Behinderte, Komatöse oder demente Personen, also gerade auch in der Seelsorge an Alten oder Kranken oder Behinderten. Die explizite Erörterung dieser Frage hält Luther eigentlich für überflüssig, denn über den rechten Gebrauch der Taufe ist bereits alles gesagt. Der Glaube ist bei der Taufe erforderlich, aber ihre Rechtmäßigkeit und Gültigkeit hängt nicht vom Glauben des Menschen ab, sondern gründet in Gottes Wort. Dieses Begründungsgefälle von Gottes Gebot und Verheißung zum Glauben des Empfängers darf nicht umgedreht und ins Gegenteil verkehrt werden. Wer einfältig ist, der schlage die Frage von sich und weise sie zu den Gelehrten. Deshalb bleibt dieser Abschnitt im kleinen Katechismus ohne Parallele. Und auf den Einwand, dass Christus die Kindertaufe nicht geboten habe, hatte Luther bereits in seiner Schrift von der Wiedertaufe geantwortet. Er hat auch keinem Alten, noch Mann, noch Frau, noch irgendjemandem im Besonderen zu taufen befohlen. Er hat aber befohlen, alle Heiden zu taufen, keinen ausgeschlossen, indem er sagt, geht hin, lehrt alle Heiden und tauft sie in meinem Namen. Matthäus 28, 19. Nun sind aber die Kinder auch ein Großteil der Heiden. So lesen wir in der Apostelgeschichte und in den Paulusbriefen, wie sie ganze Häuser getauft haben. Zudem erinnert Luther an die Segnung der Kinder durch Jesus. Zum Glauben der Kinder haben Gelehrte des 20. Jahrhunderts eine kontroverse Debatte geführt, doch im Ergebnis kann festgehalten werden, die Lehre vom Kinderglauben ist weder Randglosse noch Hilfskonstruktion, sondern durchzieht Martin Luthers Lebenswerk. Für Luther ist die Kindertaufe der Testfall auf unser Wissen um unser Leben, um Gottes Gericht und Gnade. 1519 hat er hier seine Sicht der Dinge nicht geändert, sie nur ständig im Licht der neu aufbrechenden Fragen verschärft und durchgeklärt. Diese grundsätzliche Einschätzung entlastet auch die nachfolgenden Ausführungen, da man sich bei manchen Argumenten durchaus streiten kann, ob sie zu überzeugen vermögen. Im Großen Katechismus setzt Luther ein mit dem kirchengeschichtlichen Erfahrungsbeweis, dass die Kindertaufe Christo gefalle, weil Gott bei deren Praxis bis heute den Heiligen Geist gegeben hat. Da wir, also wir, die wir getauft sind, die Schrift auslegen können und wir heute Christus erkennen, welches ohne den Heiligen Geist, den wir in der Taufe empfangen haben, ja nicht geschehen kann. Wäre die Kindertaufe also nicht recht, wie die Täufer behaupten, dürfte es heute keinen Christenmenschen mehr geben. Dass Gott die Kindertaufe aber bestätigt durch Eingeben seines Heiligen Geistes, die Christenheit noch immer besteht und existiert und die heilige christliche Kirche nicht untergeht bis an das Ende der Welt, hält Luther für die beste und stärkste Beweisung für die Einfältigen und Ungelehrten. Das theologisch allerwichtigste Argument ist für Luther jedoch nach wie vor der Hinweis auf die göttliche Autorität. An Gottes Wort und Gebot liegt alles. Darum lautet der Schlüsselsatz, mein Glaube macht nicht die Taufe, sondern empfängt die Taufe. Nur wird die Taufe davon nicht unrecht, ob sie gleich nicht recht empfangen und gebraucht wird, als die, wie gesagt, nicht an unserem Glauben, sondern an das Wort Gottes gebunden ist. Der Glaube ist erforderlich, aber die Gewissheit kommt aus der göttlichen Promission. Darum ist der Glaube keine Tat des Menschen, auch nicht als persönlicher Bekenntnisakt oder bewusste Entscheidung, sondern er bleibt Gottes Gabe und Werk. Das Kind tragen wir herzu der Meinung und Hoffnung, dass es glaube und bitten, dass Gott ihm den rechten Glaube gebe. Aber darauf taufen wir es nicht, sondern allein darauf, dass Gott es befohlen hat. In De Captivitate hat Luther diesen Sachverhalt als Fides aliena bezeichnet, als fremden Glauben. Den Kleinen kommt der fremde Glaube derer zu Hilfe, die sie zur Taufe tragen, wie in der Geschichte vom Gelähmten, der durch fremden Glauben geheilt wurde, weil er eben von anderen zu Jesus gebracht und durchs Dach runtergelassen wurde. Gleichwohl gilt es festzuhalten, dass Luther nirgends vom stellvertretenden Glauben spricht und den fremden Glauben als Ersatz für den Kinderglauben des Täuflings ausdrücklich ablehnt.
Die Pointe liegt vielmehr einzig und allein darin, dass Erwachsene das Kind im Glauben zu Gott bringen, dass dieser ihm in der Taufe einen eigenen Glauben schenke. Aufgabe der Gemeinde und der Paten ist es, das Kind glaubend und fürbittend zur Taufe zu begleiten und dann dafür zu sorgen, dass es mit den Inhalten des christlichen Glaubens vertraut gemacht wird. Auch wenn die Taufe ohne den Glauben nicht recht genutzt wird, so spricht das Missbrauchsargument doch nicht gegen ihre Rechtmäßigkeit. Ab usus non tollit, sed confirmat substantia. Missbrauch nimmt nicht hinweg das Wesen, sondern bestätigt's. Denn Gold bleibt Gold, nichts weniger, ob es gleich ein Büblin mit Sünden und Schanden trägt. Ob die Taufe recht ist, entscheidet sich nicht am menschlichen Glauben oder Unglauben, sondern hängt an Gottes Auftrag. Gottes Ordnung und Wort lässt sich nicht von Menschen wandelbar machen noch ändern, verkehren und zunichte machen. Fassen wir zum Schluss zusammen. So hat Luther mit der Kindertaufe keine neuen Gesichtspunkte eingebracht, sondern nur seine zuvor entwickelte Tauftheologie auf die konkrete Streitfrage angewandt. Wer die Taufe vom Glauben abhängig macht, wird kaum je zur Gewissheit kommen, ob die Taufe recht gewesen ist. An den Täufern kritisiert Luther die Werkgerechtigkeit, dass der Glaube zu einer Leistung wird, die der Täufling erbringen muss, um getauft werden zu können. Schließlich soll die Taufe gerade in der Anfechtung gewiss machen, dass das Heil von Gott kommt. Heute, in unserer postmodernen Erlebnisgesellschaft, steht die Kirche mit ihrer Taufpraxis vor ganz neuen Herausforderungen. Doch gerade in einer Zeit, in der Individualismus, Erfahrungssehnsucht und Eventkultur große Blüten treiben, bleibt Luthers theologische Einsicht von entscheidender Bedeutung. Mein Glaube macht nicht die Taufe, sondern empfängt die Taufe. Der Glaube ist kein Werk des Menschen, sondern Gottes Gabe. In der Taufe gibt es eine objektive Größe, die über allem Individualismus und Subjektivismus stehen bleibt. Nicht ich gebe der Taufe ihre Bedeutung, sondern die Taufe verleiht meinem Glauben das Fundament. Den Charakter eines gewissmachenden Zuspruchs gilt es heute nicht nur im Verständnis der Taufe, sondern insbesondere bei der Auswahl der Taufsprüche zu bedenken, die den Täufling sein Leben lang begleiten sollen. Zum Beispiel durch ein Wort des Segens, ein Friedensgruß oder ein Fürchte-dich-nicht-Wort. Schon Luther hat im kleinen Katechismus gefragt, wie Wasser denn solch große Dinge tun kann. Umso mehr lohnt es sich, die Relevanz seiner pointierten Antwort heute neu zu bedenken. Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes so mit und bei dem Wasser ist. Und der Glaube so solchem Wort Gottes im Wasser traut. Denn ohne Gottes Wort ist das Wasser schlecht Wasser und keine Taufe. Aber mit dem Wort Gottes ist es eine Taufe, das ist ein gnadenreich Wasser des Lebens und ein Bad der neuen Geburt im Heiligen Geist. Ich danke Ihnen.